Morgen, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es noch recht früh. Ich bin ein bisschen früher losgefahren, habe jetzt noch ein bisschen Zeit, denn ich habe einen Termin heute. Ich treffe mich mit den Jungs von Strahlwerk Deluxe. Die holen meinen T2 Patina-Bus ab, denn der Unterboden wird nochmal komplett gestrahlt in einem besonderen Verfahren. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall in diesem Video drauf ein und filmen das auch ein bisschen. Danach wird er neu grundiert und dann kann der Wagen endlich zu mir in die Werkstatt und wir können mit dem Zusammenbau anfangen. Doch wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Zeit, deswegen habe ich mir hier so ein schönes Plätzchen hier auf einem Pendlerparkplatz gesucht, habe mein Frühstück im Auto und das gönne ich mir jetzt noch. Und dann haben wir heute einen coolen Tag zusammen mit Strahlwerk Deluxe. Cool, dass ihr dabei seid. Let's go. Wir sind jetzt hier angekommen in meiner kleinen, aber feinen Garage. Hier lagern wir ja die Projekte, an denen wir entweder gerade nicht arbeiten oder die schon fertig sind und dann überwintern müssen. Unter anderem steht hier nämlich auch mein T2A Patina Projekt. Habt ihr jetzt eine Zeit lang nicht gesehen? Ich auch nicht. Der steht jetzt hier seit knapp 1,5 Monaten. Er war ja erst beim Zuberle Design. Der hat hier die Patina nachgebildet, wo geschweißt wurde. Unter anderem wurde diese Ecke hier zum Beispiel neu gemacht. Aber da gibt es ja ein eigenes Video zu. Wir haben hier einen neuen Boden drin. Wir haben eigentlich, das Ding ist so, sag ich mal, 100% durchgeschweißt jetzt. Also es ist komplett rostfrei, was die Durchrostungen angeht. Alles, was man jetzt noch hat, ist dieser oberflächliche Rost, den wir ja bewusst lassen und erhalten wollen. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den Wagen wieder zusammenzubauen. Also nur noch, das ist jetzt noch eine ziemlich große Nummer. Doch davor müssen wir nochmal an den Unterboden. Denn, was ich von meinem Karosseriebauer erfahren habe, wir schauen mal ganz kurz hier drunter. Das hier ist alles neu, ne? Das ist quasi unbehandeltes Blech. Perfekt, könnte man direkt lackieren. Das Problem ist, andere Stellen, wo nicht geschweißt wurde, zum Beispiel hier hinten. Das heißt, untenrum wurde der gesamte Bus schon gestrahlt und grundiert vom Vorbesitzer. Das Problem ist einfach, dass sie ihn gestrahlt haben, dann wahrscheinlich zu lange gewartet haben, bevor sie ihn grundieren. Und wir jetzt herausgefunden haben, dass unter der Grundierung bereits wieder Rost ist. Das heißt, da können wir keinen Lack draufsetzen. Der gesamte Unterboden wird jetzt nochmal von uns gestrahlt und dann direkt grundiert. Mit uns meine ich natürlich nicht mich persönlich, sondern eine Firma, mit der ich hier zusammenarbeite, und zwar Strahlwerk Deluxe. Die sind auf dem Weg hierher, holen den Bus ab, nehmen ihn mit, bereiten alles vor. Ich fahre danach in ein paar Tagen, um ihn wieder abzuholen. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie wir den Unterboden strahlen. Das wird nicht mit Sand passieren, kann ich jetzt schon mal sagen, bevor alle aufschreien. Und wie wir den Unterboden grundieren. Danach lade ich ihn auf dem Hänger und nehme ihn mit zu mir in die Halle. Das heißt nicht mehr hierher, sondern zu uns in die Werkstatt, um mit dem weiteren Projektzusammenbau zu beginnen. Hier stand gerade eben noch der Audi. Den habe ich jetzt gerade rausgefahren. Der steht jetzt oben. Ich kann nachher auf jeden Fall noch mal ganz kurz hinlaufen und ihn euch zeigen, denn den habt ihr ja auch schon einige Zeit nicht gesehen und viele fragen, was ist eigentlich im Audi? Kann ich euch gleich was zu erzählen. Und hier vor mir steht mein Baby, der LB-Käfer. Natürlich nicht weg, nach wie vor in meinem Besitz und das wird ja auch bleiben. Hier passiert ihm nichts, hier hat er Platz und hier ist uns auch gerade nicht im Weg bei den aktuellen Projekten, denn um ehrlich zu sein, dieser Bus hier, der wird uns einiges an Zeit und Platz kosten. Geld natürlich auch. Aber das ist mir wichtig, dass der einfach jetzt über den Winter fertig gebaut wird, denn ich möchte unbedingt im Sommer mit denen die ersten Roadtrips starten. Der Robin von Strahlwerk Deluxe sollte jeden Augenblick hier eintreffen. Und um die Zeit zu überbrücken, habe ich mir gerade nochmal die Sticker hier rausgeholt und wollte euch informieren, dass sämtliche LB Garage Sticker, hier die kleinen X-Sticker, aber auch die großen, so wie der hier oder die großen Busted Sticker, wieder im Shop erhältlich sind. Und zwar in sämtlichen Farben direkt am Lager. Das heißt, heute bestellen, morgen gehen sie raus und wahrscheinlich habt ihr sie dann zwei Tage später schon daheim. Das heißt, Farben wie diese Glitzerfarben hier oder auch ganz normal blau, schwarz, olzlig, weiß, alles am Start. Also schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Bock habt, einen Sticker auf euer Auto zu kleben. Würde mich natürlich mega freuen. Und jetzt, wie gesagt, warten wir noch kurz, bis Strahlwerk da ist. Und dann laden wir den Bus auf und sehen uns dann nachher in dem Video auf jeden Fall noch bei den Jungs beim Strahlen und Grundieren. So, jetzt sind sie auch schon da, hier die Kollegen. Den Bus haben wir gerade schon geladen. Schaut euch das mal an hier. Ist jetzt hier in dem geschlossenen Anhänger drin. Wird gerade verzurrt. Ja, jedenfalls steht das Ding jetzt hier gut. Und ja, sobald er verzurrt ist, hauen die Jungs wieder ab und fangen schon mal an. Ich komme nach und werde auf jeden Fall ein bisschen mitfilmen für euch, wenn hier gestrahlt und grundiert wird. Kannst du mal ganz kurz hier rüber, hier einmal Hallo sagen. Hier, Robin.
Der Mann der Stunde. Mitten im Gestrüpp, guten Tag. Mitten im Gestrüpp, wird das was, glaubst du? Das wird schön, das wird ich, gut. Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen erzählen, was wir genau machen, wenn ich dann bei euch bin. Genau. Jetzt nimmst du ihn erstmal mit. Bereits ein bisschen vor, habe ich gehört. Schöne Gegend habt ihr hier. Danke, danke. Fast 600 Kilometer zu euch her. Ja, die Strecke habe ich auch noch vor mir. Wird lustig bei uns. Ich denke, das wird auf jeden Fall lustig. Ja, ich hatte es euch natürlich versprochen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz meinen Audi. Der steht hier schon ein bisschen länger, wie man sieht. Um genau zu sein, seit der Mängelkarte. Ich habe ihn dann zum TÜV gefahren, habe die Mängelkarte abarbeiten lassen. Habe ihn dann aber nicht mehr auf die Straße genommen, sondern abgemeldet für dieses Jahr. Denn ja, der Winter kommt und ich muss jetzt eh gucken, dass ich meine Autos irgendwie alle untergestellt bekomme. Hier ist schon mal ein guter Platz, um ein paar Autos reinzustellen. In der Halle haben wir noch die zwei Säulenbühne und dann sollte das klappen. Zum Saisonbeginn kommt der natürlich auch wieder auf die Straße und wir haben ein bisschen was vor. Getreu dem Motto Make my Audi great again werden wir gegen Ende des Winters diesen Wagen in die Halle holen, richtig fit machen, richtig schick machen, damit wir dann im Sommer wieder rumballern können. Das ist einfach mal das Update zu meinem geliebten 1.8T Audi, der natürlich auch nicht vergessen ist. Kann halt einfach immer nur an einem Projekt gleichzeitig arbeiten und das wird jetzt in nächster Zeit auch auf jeden Fall mein Bus. Wir sehen uns, bis gleich, auf einem kleinen Roadtrip. Ihr habt das gehört, das ist ein bisschen eine Strecke zu den Jungs, aber ich denke, es lohnt sich. Let's go! Ich weiß ja nicht, was ihr im Osten mit euren Autobahnen macht, ne? Aber meinem Schiebedach hier am X3 mit dem Anhänger dran, dem gefällt das irgendwie nicht. Gut, dann lassen wir uns mal nicht ablenken von dem Geklapper, welches ich seit knapp 6 Stunden mir anhören muss. Denn ich bin gerade auf dem Weg zu den Jungs von Strahlberg. Das ist im Osten. Und woran erkennt man das, wenn man im Osten fährt? Ja, ich sag's euch. Keine Berge und Windräder. Mega. Sau schön hier. Wirklich mega schön. Denke ich mir schon die ganze Zeit beim Herfahren. Nur die Autobahn und ich, wir werden keine Freunde mehr. Das mit meinem Schiebedach ist auch ganz merkwürdig. Ich glaube, dass der Anhänger, das ganze Auto ein bisschen, ja, ich weiß, ach, keine Ahnung, es klappert einfach ein bisschen. Das macht es eigentlich nicht, zumindest nicht auf unseren Autobahnen. Ja, jetzt bin ich auch endlich schon angekommen. Ich fahre jetzt gleich hier in den Hof rein und als allererstes, solange wir noch ein bisschen Licht haben, gebe ich euch meinen Eindruck von der Bude. Ich habe da wohl gehört, es steht das ein oder andere Schmuckstück noch rum, also nicht nur mein Bus. Ich meine da wirklich krasse Kisten und die schauen wir uns natürlich jetzt schnell an. Und dann hoffe ich, dass Robin uns ein bisschen was erzählen kann zum Bus, was sie schon gemacht haben, wie sie es gemacht haben und wie es jetzt auch aussieht. Also, viel Spaß mit den Aufnahmen. Wir sind gleich da. Let's go. Servus, so sehen wir uns wieder. Servus, herzlich willkommen, Marvin. Ja, vielen Dank, schön, dass es hier. Ich mega. Ich zeig dir mal unsere zeig mal ein bisschen. Ich sehe hier schon den ersten, das erste Fahrzeug, welches mich interessiert. Ja, wir haben ein Hebmüller, ein ganz seltenes Fahrzeug, eine Sonderkarosserie von VW. VW hatte damals kein zweisitziges Sportcoupé. Und da hat die Firma Hebmüller in Berlin sich das zur Aufgabe gemacht, im Auftrag von VW. Die haben quasi Brezelkabelkarossen genommen und haben die umgebaut. Zu zweisitzigen Sportcoupés, man sieht, der Arsch hinten ist eleganter wie beim normalen Käfer. Ist ein sehr besonderes Auto, es gab nur ein bisschen was über 600 Stück. Dann ist damals die Fabrik abgebrannt und es gab nur 49er und 50er Baujahr, glaube ich, nur die beiden Jahre. Und das macht das Fahrzeug auch so selten, gell? Also auch es gibt da ein Register, das macht der Klaus Missing, der führt die Hitman-Register. Und es gibt wirklich schon eine Handvoll Fahrzeuge, 100 Paar 90, die Marie, die ist da besser im Bilde. Aber und die Amis gehen da auch komplett drauf ab auf sowas und das ist schon sehr was Besonderes für uns hier. Ja, einer steht hier von denen, ne? Auf jeden Fall. Unglaublich. So, und da hinten passiert die Magie, glaube ich. Da war ich selbst noch nicht drin. Herzlich willkommen. Alles neu hier, ne? Wie lange seid ihr jetzt hier? Alles neu, wir sind hier seit März haben wir angefangen, das umzubauen. Es war ein altes Scooter-Autohaus. Krass. Was leider insolvent gegangen ist. Und wir konnten das hier komplett umbauen. Wir haben das mit modernster Technik ausgestattet hier, also allerneueste Strahltechnik. Kann es sein, dass mein Wagen jetzt einer der ersten war, der hier wieder gemacht wurde? Ja, so der fünfte, sechste ist er jetzt. Und du siehst ja, die Halle ist schon wieder voll. Habe ich schon gerade gedacht. Also wir haben uns aufs schonende Entlacken von Oldtimer-Karosserien spezialisiert. Das heißt, wir strahlen die Karosserie mit Kunststoffgranulat. Da bringt man keine Wärme ins Blech und somit auch keinen Verzug. Weil früher der klassische Sandstrahler, der hat ja... Wellen ins Blech, habe ich oft gehört. Eine Wellblechgarage. Ja, genau. Eine Wellblechgarage rausgemacht, sagt man so. Gell, die bringen ja zu viel Energie rein, zu viel Wärme. Und dann macht man schnell Schaden an so einem Fahrzeug. Aber bei dir ist ein bisschen was anderes. Wir sind nicht an der Außenhaut vom Fahrzeug.
Das ist nicht ganz so schwierig vom Strahlen her. Wir haben ja die Rahmen, die Unterkonstruktion vom Fahrzeug gestrahlt. Bei dem Fahrzeug gehen wir nachher noch hin. Da reden wir dann detailliert noch mal kurz. Ja, genau. Ja, vielleicht schauen wir uns den mal kurz an. Ja. Genau. Hier haben wir einen Prototypen. Das ist von der Grundmann-Sammlung in Hessisch-Oldendorf. Christian und Traugott Grundmann haben uns dieses Fahrzeug vertraut. Das ist ein Prototyp, wurde so nie gebaut. Ein Kamangia Typ 34 kennt man vielleicht in unserer Szene. Haben die Radical Bugs zum Beispiel sowas schon mal flach gemacht. Das sieht mega krass aus. Und es gab aber nie ein Cabrio. Es gab immer nur die Coupés. Und es gab von diesen Cabrios 15 Stück. Das ist das Fahrgestell Nummer 2 hier. Krass. Und das ist das Privatfahrzeug von der Familie Kaumann. Ja, ich denke, wenn ich das so sehe, ich hoffe, das ist nicht meiner. Ich mach mal unser cooles Licht an. Ja, mach mal dein Licht an. Ja, der hat so, wow. Da ist er. Ich hab schon kurz Schiss bekommen, als ich den gesehen habe. Dann habe ich gesehen, das ist ein B. Ist ja gar nicht meiner. Das ist ein B. Ich habe dir die GoPro geschickt. Genau. Das heißt, deine YouTube-Anfänge sehen wir jetzt hier gleich. Du hast selbst gefilmt, ja. Weil ich war nicht da. Es hat ja wie viel? 2-3 Tage wart ihr dran insgesamt? Ja, 3 Tage waren wir. 3 Tage. Haben sie hier, ich zeig mal kurz einen Hin schon mal. Alter, ich sehe den jetzt auch gerade das erste Mal, muss ich sagen. Wir schauen am besten mal in deine Aufnahmen kurz rein. Du hast das ganze Verfahren hier gefilmt. Genau. Das schauen wir uns jetzt zusammen einmal kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder hier am selben Tag zurück. Also, wir sind jetzt dabei, deinen Patina T2 zu beginnen. So, also es ist auch eine Herausforderung hier für uns. Diese Patina außen muss ja geschützt werden, darf auf gar keinen Fall weder mit Grundierung noch mit Lack getroffen werden. Und jetzt haben wir das ja filigranst, alles abgeklebt. Ist gar nicht so einfach, ist ein Riesenaufwand, das so zu schützen. Also zum Lackieren ein Auto zu schützen ist wesentlich einfacher wie zum Strahlen, da man hier verschiedenste Klebebänder, Klebetechniken anwenden muss. Es muss auch straff über den Bus gezogen sein, dass nichts flattert. Ja, also lasst euch überraschen. Wir drehen den Bus jetzt mal auf Seite und dann gibt es noch gleich ein paar Aufnahmen. Wir strahlen quasi alle Bereiche, die Radhäuser, die Längsträger unten drunter, alles blitzblank. Dann wird das Fahrzeug grundiert, 2K Epoxy und dann geht es dann bei Marvin weiter mit Lackaufbau. Und dann wird da, denke ich, nur ein transparentes Wachs drauf kommen. Keine dicke Pampe drauf, weil das ist immer Gift für so ein Fahrzeug. Ja, also wir legen mal los und bis später. So, jetzt ist er fertig gestrahlt. Ausgepackt ist er auch. Einmal Unterboden, blitzblank. Was für eine geile Kiste. So, jetzt geht es folgendermaßen weiter. Jetzt haben wir den Unterboden mit Glasperlen gestrahlt und natürlich auch hier 2 Stunden ausgeblasen. Jetzt geht es zum Grundieren, das heißt Fahrzeug wieder einpacken, wieder ordentlich einpacken, dass ja nichts durchkommt. Im Innenraum haben wir alle Öffnungen noch mal ordentlich verschlossen jetzt. Und jetzt heißt es einpacken und ab in die Lackierkabine. So, da ist er, der fertige Patina T2. Fertig gestrahlt, grundiert, muss wirklich piekfein abgeklebt werden, also für uns. Als Strahlwerk Deluxe war das auch eine richtige Herausforderung. Also, Marvin, das Ding ist geil geworden. Super, bis dann. So, der Bus ist jetzt geladen. Wir haben jetzt den nächsten Morgen, hatten einen entspannten Abend. Alles parat. Also nochmal die Männer und Frauen der Stunde. Ja. Vielen Dank. Wir schön war es hier. Mega Spaß gemacht mit dir. Ja, ich hoffe, ich war nicht das letzte Mal hier. Das hoffen wir auch. Ihr habt echt eine richtig coole Bude hier gebaut. Ich verlinke das alles natürlich unten im Video. Schaut ihr gerne mal vorbei. Wollt uns vielen Dank. Ja, also ich sag mal so, ich bin gespannt, wann ich hier das erste Mal auf Achse vorbeifahren kann. Das wird cool. Würde ich auf jeden Fall machen, versprechen. Wenn du zu Maike betreffen fährst, liegt quasi auf dem Weg. Also Maike betreffen wird knapp mit dem Bus. Aber vielleicht nach Spa. Ja, genau. Ja. Das wird wieder ein Stress, ey. Also, der Bus ist verladen, es passt alles. Schönes Wetter haben wir zum Glück. Das heißt, er bleibt hoffentlich trocken. Und ich mache mich jetzt auf die Socken. Damit. Also, tschüss. Macht es gut. Vielen Dank, ne? Ciao, ciao. Schaut euch mal dieses Bild an. Wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Bus hier sehe, verliebe ich mich erneut in diese unglaubliche Patina. Ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen unterwegs. Noch befinde ich mich hier im Osten, mache mich aber jetzt auf die Socken nach Hause. Habe ungefähr 5 Stunden Fahrt laut Navi, das heißt 7 Stunden mindestens hier mit diesem Anhänger. Und bin schon sehr, sehr, sehr froh, wenn der dann endlich bei uns in der Werkstatt steht. Das erste Mal übrigens, ne? Der kommt jetzt das erste Mal zu uns nach Hause, frisch gestrahlt. Und grundiert am Unterboden. Also das ist wirklich die ideale Ausgangsbasis, um jetzt hier weiterzumachen. Bevor ich wieder in den X springe, wollte ich noch einmal schnell die Chance nutzen und ein fettes Danke aussprechen an sämtliche Personen und Firmen, die bis jetzt hier schon mitgewirkt haben. Ich meine, wir haben nur eine Rohkarosse und es haben schon so viele geile Leute hier mit mir zusammen an diesem Wagen gearbeitet. Gleich zu Beginn Andi Staller von Karosserie Staller hat hier eine unglaubliche Arbeit gemacht beim Blech. Dann ging er zum Zuberle. Zuberle Design hat hier die Patina nachgebildet, wo geschweißt wurde oder Spachtel runterkam. Das hier zum Beispiel ist keine
echte Patina hier hinten. Schau ich das mal an. Unglaublich geil. Danach natürlich auch noch ein fettes Danke an Heckkraft Motors. Sämtliche Blechteile, die hier eingeschweißt wurden, kommen von Heckkraft Motors. Das heißt auch da fettes Dankeschön. Ich schätze es sehr, richtige Bleche hier verbauen zu können. Und natürlich auch an meinen Steven von Used Look Company, der unter anderem dieses Logo hier designt hat. Der hat mir auch schon richtig viel weitergeholfen. Hat mich auch mit diversen Leuten hier connected, die dann eben schlussendlich auch mitgewirkt haben. Er ist übrigens auch hier der Dude, der uns fleißig beim Designen für unseren Merch immer unterstützt. Also einfach mal vielen Dank an jeden, der hier mitgewirkt hat. Eieiei, hört mal. So muss Blech klingen, ne? Vielen Dank an jeden, der mitgemacht hat. Denn ich denke mal, wenn ich hier ganz alleine dieses Projekt stemmen müsste, dann sage ich euch eins, das Ding wird noch nicht mal hier auf diesem Rollgestell draufgeschraubt sein. Also es ist wirklich extrem, wie geil es hier vorangeht. Und ich sage euch eins, nächstes Jahr ist das Ding auf der Straße. Bis dahin ist noch ein langer Weg. Genauso lang ist der Weg auch noch nach Hause. Und deswegen schwingen wir jetzt in den X und fahr los. So, wir haben es geschafft. Gestern Abend noch nach einer langen Fahrt hier den Bus in die Halle geschoben. Ist jetzt offiziell eingezogen. Das erste Mal, seit ich den Bus habe, also hier bei uns in der Werkstatt steht. Der war immer nur in Lager, dann zu Karosseriestaller, dann weiter für die Patina und jetzt steht er nach Strabeck Deluxe hier. Und wir sind sehr froh, dass wir endlich anfangen können, denn wir haben einiges zu tun, wie man sieht. Wir haben bis jetzt nur eine Rohkarosse. Die ist jetzt natürlich komplett durchgeschweißt und grundiert von unten, aber mehr halt auch noch nicht. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Also von unten jetzt wirklich wie neu eigentlich. Freut mich mega. Deswegen sind wir jetzt mega motiviert, hier anzufangen. Das heißt, in den nächsten Wochen geht es endlich los mit dem Buszusammenbau. Wir müssen natürlich erstmal den Boden lackieren und alles. Seht ihr in den nächsten Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut mal ganz kurz runter, ob ihr bereits abonniert habt. Falls nicht, macht das mal noch schnell. Dann verpasst ihr nichts mehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis dahin, macht es erstmal gut und ciao. Lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night.